Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Holzerweb Holzer Challenge mit dem Marschierer. Hallo. Hallo. So, mit dem Unimog von Uwe und von Boxer fahren wir jetzt die Eier weg. Wie gesagt, das sind jetzt alle Eier, die wir von ungefähr 200 Folgen so zusammengesammelt haben. Mal gucken, was das bringt. Ich glaube, wir bleiben unter 10.000. Die richtig gelohnt. Gott. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Es wird schon langsam dunkel hier. Ich glaube, der Eierverkauf war hier oben. Ah, hier muss ich rein. Okay. Und jetzt? Ah, hier, guck mal, frische Eier. Großer Stand. So. Da würde ich sagen, können wir das abkippen? Nö. Oder? Na klar. Oh lol, 7.000? Ja, ein bisschen traurig. Yay! Endlich eine neue Tankfüllung für den Fendt. Paar nimmt er hier nicht an, ich weiß aber nicht warum. Was? Ich finde doch gut, dass das hier nicht rumleckt wie wild. Komm schon, letzter Karton. Hä? Ja, weg ist er. So, Eier sind leider weg. Ich weiß nicht, wie viel Geld das jetzt war. Warte mal, können wir nicht nachgucken? Finanzen. Gibt es eine eigene Kategorie für? Nö, gibt es nicht. Okay. Nee, schade. Hätte mich jetzt irgendwie interessiert, muss ich gestehen. Wo geht's denn hier hoch? Fahren wir mal hier hoch. Da bin ich noch nie hochgefahren. Oh, lol, das ist ein Haus. Aha, hier ist die Zufahrt zu den Häusern. Aha. Ja, man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus. Bam, bam, bam. Ich werde gleich mal zu Ron gehen und fragen, ob ich dem helfen kann, irgendwas ansehen. Oh, hoppla. Das war natürlich auch nochmal eine nette Geste zum Schluss. Also zum Schluss, in Anführungszeichen. Also ich denke, realistisch gesehen, werden wir spulen diese Woche noch? Wir haben jetzt diese Folge, wir haben die Freitagsfolge und wir haben die Sonntagsfolge. Das sind 15-Minuten-Folgen, mal 3 sind 45. Ja, wir werden spulen diese Woche noch. Ich weiß aber nicht, ob wir es schaffen zu ernten noch. Weiß ich noch nicht. Bin kurz gleich wieder da. Ja, ja, also. Hallo. Hallöchen, lieber Werner. Ich habe noch eine Frage. Kann ich euch noch was helfen? Sehen oder was? 16 könnte. Also, ich bin auch auf Feld 16. Ich sehe hier gerade Sojabohnen an. Ja, da würde ich nochmal vorbeikommen, weil wir haben eigentlich soweit alles fertig. Der Marschierer düngt noch ein bisschen, alibi halber. Mhm. Ja, wenn du mir nochmal so 2,15 Meter Breiten irgendwie zur Verfügung stellen könntest, wäre das cool. Ja, gar kein Problem. Sehr nett von euch, sehr nett von euch. Ja, wir haben ja Uwe auch geholfen, ne? Müssen wir ja. Wir wollen ja jedem hier ein bisschen helfen. Das finde ich schwer. Das sieht man mal wieder draußen, liebes Publikum. Miteinander, nicht gegeneinander. Das stimmt. Mhm. Wo ist denn die 16? Die ist ganz unten. Also da, quasi da, wo eure Sojafelder sind, davon links. Da, wo wir uns mit dem Drescher begegnet hatten. Ah ja, stimmt. Siehst du?
Ist es noch viel, weil sonst muss ich nochmal auffüllen? Ich glaube nicht. Wie viel Prozent hast du denn noch drin? Ich habe 66%, aber nur mal 13% Dünger. Ich glaube, das wird lang. Okay, du brauchst das Feld jetzt nicht. Also bis du hier bist, ich mache gerade das Vorgewende. Du, ich beeile mich, ne? Also so ist nicht. Ich glaube, wenn du da zweimal drüber gehst, dann ist das Ding fertig. Ja. Wieso, jetzt muss ich mal jetzt eine Frage stellen, Simon. Mhm. Wieso, weißt du, der Ron, ne? Ich hab ab und zu solche WhatsApp bekommen, mitten in der Nacht, weißt du? So eine verheulte Stimme, und ich habe immer gehört, er lässt mich keinen großen Drescher kaufen, er lässt mich keine große Sämaschine fahren. Was ist da los, Simon? Simon, alles Gerüchte, ja? Alles Gerüchte. Auf der Bergestand werden wir einiges ändern. Ah, okay. Also bist du der Meinung, für hier war so die Anfangsstadion und in anderen Projekten wird es dann größer? Ja, genau, da wird es deutlich größer werden, ja. Also ich kann auch sagen, ich habe wahrscheinlich mein Lehrlingsgehalt ein bisschen aufgebessert. Oh. Jetzt darf ich dann auch ein bisschen größere Sachen fahren. Ich fahre ja mittlerweile sehr routinierter. Eck auch nicht mehr so oft an. Ich hoffe, ich verschreie es jetzt nicht. Es wäre jetzt so peinlich. Du hast nur ab und zu das Problem, dir jetzt das richtige Feld zu finden, ne? Ja, das liegt aber auch vielleicht daran, weil ich ja jedes Mal die Karte aus habe und versuche, Freikopf irgendwie so die Felder zu fahren. Ah ja. Ja, das ist. Man sollte die Karte ja einlassen. Dafür ist die Karte ja eigentlich da. Eigentlich ja. Und man kann ja auch einen Wegpunkt setzen, wo es hingehen sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Bergisch Land, obwohl wir sie ja jetzt schon ein bisschen spielen, ich brauche die Karte definitiv immer noch. Ja, ich auch. Also, ich fahr mich ständig. Ich kenne so diesen Punkt vom Händler nach ganz oben und dann wieder nach ganz unten. Das kenne ich wohl, aber die ganzen Seitenstraßen durch die Wälder und, also, vergiss es. Mhm. Kombinieren. So, wir spielen ja auch auf dem Mod-Server halt auf der Bergisch Land. Mhm. Und da war ich am Wochenende ein bisschen unterwegs. Halt so ein paar Düngemissionen machen, so ungefähr 40. Läuft. Und, hat kein anderes Hobby, übrigens. Oh, auf jeden Fall, ich wollte zu einem Feld. Ich bin zweimal an der Feldeinfahrt vorbeigefahren und stand dann irgendwann mitten im Wald und denk mir so, der Weg, das kann nicht richtig sein. Ja. Oder du stehst irgendwann mitten im Wald, vor dir eine Hütte, dann so ein Wendehammer und das war's. Und denkst du so, ja, und jetzt? Wohin soll ich jetzt hier, weißt du? Das ist halt, ja. Genau, wo kann man hier abbiegen? So, mal gucken, ob ich hier reinkomme. Kann man euch dann hinterher beim Düngen vielleicht noch irgendwie helfen? Boah, ja, das ist eine gute Frage. Hallo. Da kommt so ein großes Monster aus dem, aus dem Wald. Der kam mir auch entgegen. Ich bin gleich mal die Eisen gegangen. Er wollte in den Wald springen. Sicher, sicher. Aber die ist schon echt, schon sehr, wendebedürftig. Ja. Aber wir hatten gerade vorhin so eine schöne Diskussion über Lenkräder. Spielst du gerade auch mit Lenkrad aktuell? Ja, ja, ja. Du hast auch das G27 noch, gell? Genau, Logitech G27. Habe ich damals von einem Zuschauer geschenkt bekommen. Finde ich cool. Also ich habe ja auch das G27 und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Es ist total robust. Ja. Für das Alter, wo es eigentlich jetzt schon mittlerweile ist. Mhm. Absolut top. Wirklich top. Nee, das stimmt. Also wenn es das geben würde, würde ich mir jetzt, wenn das kaputt werden würde, noch eins kaufen. Mhm. Weil das Ding, also wie gesagt, ich mache jetzt schon ein bisschen was mit dem Lenkrad und das ist jetzt mein zweites, ne? Okay. Also da kannst du echt nicht jammern. Also ich muss sagen, es ist noch mein erstes. Ich habe noch eins. Aber mit dem G27 spiele ich komischerweise am liebsten, muss ich ehrlich sagen. Es macht alles mit, auch wenn ich mal sauer bin und beiß ins Lenkrad, das hält es einfach aus. Ja, also. Das stimmt. Ich komme mir gerade so überflüssig vor. Nein! Ich mache mal den kleinen Streifen hier noch. Ja, ja, nicht gewusst, ob alles mitgeht. Ist schon ein Unterschied, glaube ich, bei wem jetzt neben dir steht. So kam ich mir mit dem Drescher übrigens auch vor. Ja, auf dem. Bitterlich geweint hat er. Ja. Ich wollte mich hinter den Reifen legen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir, glaube ich, den Zeitpunkt des Wechselns irgendwie verpasst haben. Ja, weiß ich nicht. Also tatsächlich, diese Sämaschine haben wir jetzt keine 20 Folgen, ne? Also ja, die haben wir noch nicht lang. Ja, ich glaube, ja gut, ihr habt auch irgendwie, bei euch war einfach mehr Kapital unterwegs. Ja. Soll ich sagen. Also ich habe deutlich früher mit der Silage angefangen. Mhm. Wir sind ja echt viel später dazu übergegangen. Ja, klar, also, sich,
das am Anfang mit dem Holz hat sich schon ein bisschen gezogen, glaube ich, bei euch, ne? Ja, aber bei uns ist ja nichts anderes übrig geblieben am Anfang. Wir hatten nichts anderes machen können am Anfang und das merkst du schon ein bisschen dann. Also ich glaube, wir hatten am Anfang ja das kleine Handicap, dass wir ein Feld hatten, wo nichts drauf war. Ja. Auf allen anderen Feldern war, glaube ich, was drauf. Wir hatten, glaube ich, aber auch nichts gesagt. Und das war quasi unser kleines Handicap ganz am Anfang. Und ja, dementsprechend blieb uns nichts anderes übrig, als halt Holz zu machen, weil das halt direkt von draußen halt wächst. Das ist richtig. Leckpartys sind immer noch entschuldigt. Ah ja, mein Gott. Nein, aber irgendwie muss ich sagen, vermisse ich das Holz machen ab und zu zwischendrin wieder mal. Es war schon sehr lustig, es war sehr unterhaltsam. Was ich sehr cool finde, ist, dass jetzt so der Holzmichel ist jetzt zu Uwe übergegangen, ne? Ja, der ist jetzt da drüben. Mhm. Wobei heute hat der Arbeiter wahrscheinlich einen Arbeitsunfall gehabt, weil er nicht da ist. Gibt es da einen Schleichweg, Simon, oder wo fährst du gerade hin? Ja, da hinten gibt es einen Schleichweg. Das Feld, wo ihr gerade drauf seid, kann ich auch schon düngen, oder? Das brauchst du nicht düngen. Das ist. Du hast ja Dünger mit. Genau, Dünger ist schon dabei. Genau. Wir könnten es theoretisch erst düngen. Vorsicht, hier kommt eine Kurve. Wir können es erst düngen, wenn die erste Wachstumsstufe drauf ist. Und das wird wahrscheinlich mitten in der Nacht sein. Spulen wir eigentlich nochmal die. Ja, wir spulen nochmal, ne? Wir müssen spulen. Ich hab gedacht, wir können das auf nächste Woche schieben, aber ja, gut, geht sich nicht mehr aus. Mensch, wer hat denn da jetzt einen Baum hingestellt? Der war doch letzte Woche noch nicht da gestanden. Warte, hier vorne liegt ein Stein. Ah ja, ein kleiner. Oh, unser Raps ist fertig. Sehr gut. Ja, sehr gut. Also nach dem nächsten Vorspulen können wir einmal komplett abmähen. So, du musst jetzt hier links, so kennst du den Weg ja, ne? Jetzt kann ich mich wieder aus, danke. Ja, die ganzen Schleich- und Wege kenne ich halt nicht alle. Ja, aber für uns ist das halt, zumindest aus meiner Sicht eine der besten Entscheidungen, dass wir halt hinten raus gekauft haben. Ja. Alles schön in Hofnähe. Das heißt, wir haben es nicht so weit. Wir müssen nur durch den Wald fahren und haben gleich alles da. Nee, das ist schon gut, ja. So, abstellen. Oh Gott, das Wasser, keine Kollision. Oh, schön. Gut, dann gehe ich mal wieder zu Maschira, mal gucken, was der macht. Jo, der düngt. Jo, ich wünsche was, Jungs. Ebenso. So, wieder da. Baby. Gerade mal schnell zwei Bahnen oder drei Bahnen beim Simon noch gesät. Oh, wie ist die Sämaschine verschoben? Das ist natürlich auch blöd. So, ich glaube, ich werde schon mal den Drescher runterfahren, weil es wird... Also wir werden in dieser Woche definitiv noch spulen, habe ich gerade vernommen. Also das, ja. Und dann können wir mal hoffen, dass es reichen wird für uns. So, ist hier irgendwas, hat sich irgendwas geändert? Ja, es ist ja noch hell, ne? Hell ist halt schlecht. Lass uns mal ganz kurz ins Lager gucken, ob ich noch was habe zum Verkaufen, weil... Wir brauchen einen Plan B, wenn Plan A scheitert. Ich hab gehört, wir haben viele Kartoffeln. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, tatsächlich. Bring da nochmal einen Zug voll weg zum Landhandel runter. Komm, das können wir noch machen. Weil, wenn es hart auf hart kommt, dann müssten wir Geld haben. Wir bräuchten 142.000 Euro. Wenn wir das haben, dann sind wir ziemlich safe. Ziemlich safe. Weil dann würde man noch die 14 schnell kaufen, weil da sind auch Sojabohnen drauf, so wie ich gesehen habe. Auch im Wachstum, aber die sind schon eher im Wachstum, also mehr Wachstum. So. Wo finde ich denn die ganzen Kartoffeln? So. Lalala. So, dann nehme ich nochmal einen Schluck durch.
So, das müsste sich ausgehen. Landhandel war das. Landhandel ist da unten. Das ist gut, weil dann kann ich gleich den LKW unten stehen lassen, wenn wir dann das Zeug abtransportieren wollen. Das ist jetzt aber zu wenig. Oh, das ist zu wenig, siehst du? Haha. Das ist zu wenig, weil das sind ungefähr nur 45.000 Euro. Man könnte sich überlegen, Marschierer. Haben wir noch was, was wir nicht brauchen? Den Big M könnte man nicht verkaufen. Weil Mähen werden wir nicht mehr machen, ne? Ich brauche neue Bremsen. Die kosten ein bisschen extra. Ist egal. Schmeiß weg das Ding, kauf einen neuen. Gut, liebe Leute, erstmal sind wir fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Da wir sehen uns heute noch einmal, Entschuldigung. 16 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Holzmap. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.